Nächster Versuch. Wir kommen jetzt wieder an dieser Stelle hier raus. Das heißt, die Kutschfahrt müssen wir wieder machen. Kann ich nicht, ja, jetzt hier währenddessen kann ich die Waffe halt nicht sauber machen. Die ist sauberer, die macht mehr Schaden. Jo, die macht mehr Schaden, definitiv. Oha! Sie ist tatsächlich sehr böse. Ich, bei dem einfach eben mal nur den Hut erwischt hatte, ne? Autsch. Damn! They blocked the road. Hold on. Use this. Try to shoot it off. Aha, that'll do it. We're through. Cheat, aber ich habe nicht getroffen. Just keep going, kid. You okay back there? Don't worry about me. Just get us out of here. Oha. Irgendwie geht es immer schief, was wir planen, ne? Irgendwie klappt das nie so richtig. I think we're clear. You know what, Dutch? Next time, let's not damn discretion. Seemed like a good lead. I know, but... Well, we made it. Thanks to you. Don't mention it. Yeah. You're a good kid. And we each got $15. Oh, and a quarter. Don't forget the quarter. Shut up, Arthur. He set us up. Played me like a yokel. Put the law on us. What did we do to him? What did I do to him? I guess he thinks he's the king around here. He don't want the likes of you. So, what are we doing next, Dutch? We just need money. One more decent take, and we're gone. The bank is our bet. Hosea agrees. Even after that? Especially after that. I don't feel so good. Now you just got a bash on the head. Come on. I'm taking you back to camp. Hey, you did real good there, Lenny. Just wish it could have turned out better. Well, can't win them all. Ay, 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 ay. Hey, na Mädchen? Ja. Warte mal, ich sollte das Pferd wohl auch nochmal versorgen, ne? Ach, ja. Hier macht man was mit. Ich würde mich auch gerne waschen, weil meine guten Klamotten sind jetzt versaut. Oh. Genau, mach schon mal Platz, dass ich nachschieben kann vorne. Oha, sie hat Pfefferminz bekommen. Jetzt riecht sie gut. Sollte ich jetzt nicht hier auch... So. Das ist aber eigentlich nicht der Hut, den wir dafür hatten, glaube ich. Ja. Wo geht's denn jetzt weiter? Storytechnisch geht's jetzt hier hinten weiter. Fliegender Adler.
Ja, ich glaube, hier wäre es jetzt auch gerade nicht ganz so sinnig, wenn wir zurückkehren würden. Das wird wohl irgendwann wieder ein bisschen angenehmer werden, aber ich glaube, jetzt gerade wäre das nicht unbedingt die schlauste Art, wenn wir dahin reisen würden. Ich würde sagen, wir reiten jetzt dahin. Amerikanische Väter Teil 2. Fallender Regen hat dich gebeten, dich mit seinem Sohn, Fliegender Adler, zu treffen, um mit ihm ein paar Dokumente der Cornwall Kerosin- und Teerwerke zu stehlen. Das ist jetzt also unsere neue Storyline und oh mein Gott, bis wir da sind, das dauert. Und scheinbar muss ich nochmal neu losreiten. Ja, das dauert jetzt echt, bis wir da sind. Los, Mädchen, wir haben einen langen Ritt vor uns. Vielleicht finden wir unterwegs mal irgendwie einen See, in den wir reinreiten können, damit Arthur wieder anständig aussieht. Hier zumindest macht es nicht wirklich Sinn, ins Wasser zu gehen, weil das ist kein richtiges Wasser, das ist einfach nur... ja, Siff. Das ist halt einfach nur Schlamm, Moder, Morast, Schmodder. Da müssen wir nicht rein. Wer braucht da Hilfe? Da werden Leute erschossen. So, mit dem Scharfschützengewehr erledigt. Das hat uns sogar wieder positiven Ruf gebracht, wenn ich das gerade richtig gesehen habe, oder? Holy hell. Warte mal, weil wir könnten mal noch schauen, was die dabei gehabt haben. Die können wir doch bestimmt noch plündern. Mal immerhin. Und Waffenöl. Das waren Lemoyne-Räuber. Ja, perfekt. Dutch wäre sehr zufrieden mit uns. Warte mal, hier unten. Jetzt haben wir hier auch wieder eine Quest. Anscheinend sind sie jetzt im Lager angekommen. Das gehört auch zur Story. Dann lass uns doch erstmal jetzt das mit dem Indianer machen. Ich sage jetzt einfach weiter Indianer, weil ich keine Ahnung habe. Oder sagen wir Ureinwohner. Ich habe ja keine Ahnung, von welchem Stamm die sind. Wobei ich immer finde, Indianer hat sowas wild Romantisches. Ich meine, wenn sie nicht so bezeichnet werden wollen, muss man das ja respektieren. Ich persönlich finde es jetzt eigentlich gar nicht irgendwie diskriminierend oder sowas. Aber wenn die das so empfinden, dann ist das so und dann sollte man das auch respektieren. Ich werde wahrscheinlich trotzdem immer wieder Indianer sagen, weil man ist es halt so gewöhnt, ne? Man ist es so gewöhnt. Wie gesagt, ich sehe das gar nicht unbedingt irgendwie als was Schlechtes. Und dann können wir noch mal ein bisschen was anderes machen und vielleicht können wir dann ja schon wieder zurück, dann ist vielleicht schon mal die Suche wieder so ein bisschen eingestellt zu uns. Ah, warte mal, R1 und dann... Wow. Das sieht cool aus. Das sieht echt cool aus. So, aber jetzt wollen wir weiter. Wir haben noch einen langen, langen Weg vor uns.
Ja, ich habe mir eben schon gedacht, Arthur hat jetzt auch gedacht, ach, hätte ich mich nur mit Mary abgesetzt, hätte ich die anderen einfach die anderen sein lassen. Aber Arthur ist nicht so. Arthur ist einfach ein super loyaler Mensch. Ja. Arthur lässt seine Kumpels nicht einfach so im Regen stehen. Das tut er nicht, das wird er nicht machen. Nie. Das zeichnet ihn ja irgendwie irgendwo auch wieder aus, ne? Das ist schon... Findet das mal oft. Findet man auf jeden Fall nicht mehr oft. So loyale und treue Freunde, die auch in schweren Zeiten wirklich zu einem halten. Nee, Arthur, da reiten wir dran vorbei. Wir überfallen keine Wagen. Jupp. Jupp. Help me, please, kind sir. Wer ist er? Help a blind man. Ach komm, wir sind mal so nett. You didn't run when last we spoke, sir. You didn't run far enough. All right. Well, I'll have to take your word for it. Was zur Hölle? Warte mal, wie lange haben wir es jetzt noch? Ach, guck, wir sind ja gleich da. Oh, das ging ja noch. Haben wir gar nicht so super lang gebraucht. Also ich finde, dass die Map eigentlich eine ganz gelungene... Größe hat. Also die ist jetzt nicht zu winzig, aber man ist jetzt auch keine Stunde unterwegs, um von A nach B zu kommen. You came. Of course I came. Said I would. There's a foreman. His name is Danbury. There's the files in the office above the refinery room. It's that window with the blind drawn up. I see it. If the files are as incriminating as we believe, Mr. Cornwall's men will destroy them if they know you're coming. There's only one of me, son. I don't intend for them to know I'm coming. What will the files say? There'll be a report from Leyland Oil Development Company. And you got the money? Yes. Any ideas how I sneak into this place? You could crawl under the fence or hide in a wagon. They keep rolling in. I'll go take a look. If there's a problem, call for me. I thought the whole point was that this had nothing to do with you. Ideally. If you are quick, you could climb into the back of that wagon. Oh shit, mir ist kalt. Ich habe jetzt keine dickeren Klamotten dabei. Essen kann ich gerade auch nichts.